Chemie ist die Wissenschaft, eigentlich die Naturwissenschaft, die sich mit Aufbau, Struktur, Eigenschaften und Umwandlung von Materie und Stoffen beschäftigt. Damit ist Chemie zumindest in meinen Augen die Schlüsseltechnologie dieses Jahrhunderts. Wir finden Chemie, wenn Medikamente Menschenleben retten, wenn moderne Lampen, Handys, Werbedisplays leuchten, wenn Batterien und Brennstoffzellen ihre Arbeit verrichten. Es ist natürlich auch Chemie, wenn unsere vernachlässigte Umwelt uns krank macht. Und es wird sicher Chemie sein, wenn wir unsere Natur wieder gesund machen. Die Wahl der richtigen Lebensmittel, die uns ein vitales, gesundes Leben garantieren, ist eine Wahl, die von chemischen Fragestellungen bestimmt werden wird. Kurz, viele Herausforderungen, die den richtigen Umgang mit den Ressourcen der Natur und der Erhaltung unseres modernen Lebensstandards betreffen, sind definitiv chemische Herausforderungen. Und die Lösung ist stets ein Verständnis der Chemie sowie Offenheit gegenüber chemischen Fragestellungen und natürlich auch die Kreativität der Menschen, dieses Wissen sich nutzbar zu machen. Die heutige Chemie ist ein sehr dynamisches, stets spannendes Wissenschaftsfeld, das viel mehr ist als der alte bekannte Spruch Chemie ist, wenn es kracht und stinkt. Eine nachhaltige Chemie für Mensch und Umwelt ist der richtige Weg in eine schöne, angenehme Zukunft.